Eins. So. Beine sind fertig. Der Meier hat seine Beine abgeholt. Wir sind da. Jetzt wollte ich denn? Ich wollte den Trecker tauschen. So, dann fahren wir den mal da zum Shop hin. Gucken, dass wir da was Neues für kriegen. Geht der Funk hier eigentlich in dem Ding? Hallo, hört mich jemand? Ja, ich höre sie. Oh, mit wem habe ich da denn das Vergnügen? Luigi! Luigi? Luigi, Luigi? Moment, Du, ich arbeite für Pokémon! Ja. Mir sagt der Name irgendwas nicht mehr. Moment, woher kenne ich den Namen Luigi? Luigi Testarossa! Haben Sie hier Verwandtschaft in England? Jo, mein Onkels! Der ist da Lohner, ne? Jo, die haben ein Lohnunternehmen! Ah. Viel zu viel Stress! Und jetzt sind sie immer am Hin- und Herreisen oder eigentlich nur bei Bruggelmann? Nur bei Bruggelmann! Achso. Ich dachte, ich hätte sie auch schon mal da. Ich hab sie besucht! Ja, ich kenne da welche, die wohnen da oben. Ach so. Na, der Meier hat keinen Funk auf dem Träger, wa? Meier, hast du keinen Funk auf dem Träger oder was? Aber ich schon, aber ich bin eher der stille Zuhörer. Wo willst du denn schon wieder hin? Ein paar Aufträge machen. So, lauf schneller, Horst. Ach ja, so. Aber erst einmal muss ich danke. Oh, hier steht ein LKW drin. Was soll das denn? So, mal gucken. Na gut, dass der Schlüssel von dem LKW steckt, glaube ich. Ja, lass mal alleine schauen. Kannst du den rausfahren? Ja, ich bin gerade am probieren. Kommst du nicht rein? Doch, bin schon drin. Ah, gut. Na, bestimmt der Brackelmann da drin wieder stehen lassen. Ja, das kann gut sein, ja. So. Ich mal eben vorne gucken. Ja, hier ist auch nie irgendjemand, ne?
Oh Mann. So, jetzt habe ich das, mal einen kleinen Klotz haben. Ach ja, das ist so einfach. Oh, Gucci, 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 immer mit diesem Bröckel, Mann. Chaos, Chaos, Chaos. Ja, so. So, ich will mal eben, seid ihr beide im Funk, Luigi und Meier, seid ihr im Funk noch? Natürlich. Ja. Luigi, wie, weißt du, darfst du Sachen mit entscheiden bei Brackelmann? Was soll denn geschieden werden? Ne, geschieden nicht, entschieden. Ja, was soll denn geschieden werden? Ja, ich würde mich da nachher gerne nochmal bei euch hier beim Gasthof treffen. Da würde ich mich gerne nochmal mit euch treffen. Ja. Weil ich habe da so ein kleines Angebot gekriegt und wollte mal. Bin da dran, bin da halt am Überlegen und da würde ich gerne nochmal eure Meinung zu haben. Ja, mal gucken. Der hat Können wir mir so einrichten? viel Arbeit gelassen. Wenn du Hilfe brauchst, dann musst du was sagen. Nein, der hat so viel Chaos gemacht. Und heute ist er auf einer Schulung. Ja, das lässt sich einrichten, kein Thema. Weil ich hatte da so ein kleines Telefonat mit dem Landrat. Oh, nicht gut. Dann mit dem Maschinenring und da wollte ich mal eben dann das mit euch bequatschen. Da bin ich mal gespannt. Ja, ich bin ja jetzt noch nicht so lange hier und ich wollte mal euren Rat zu haben.
Gute Landrat, kein guter Mann. Kennst du den gut, Luigi? Nein, aber Brackelmann immer schimpft. Ah, okay. Viel Papierkram. Landrat meckert immer über Ausländer. Für solche Preußen oder wie die heißen. So, da soll er bei mir mal mit anfangen. Da zähle ich denn ja auch zu. Ich kenne keine Preußen. Naja, also wenn ich jetzt so richtig informiert bin, nennt man Preußen meistens die, die ja so aus Norddeutschland und nicht aus Bayern, Österreich oder was weiß ich wo kommen. Aha. Wenn ich da richtig informiert bin, also ich will jetzt auch nichts Falsches sagen, aber... Alles richtig. Ja, ne? Ich kenne nur die, die ich nicht verstehe. Wie den Meier. Du stellst dir aber alle mal an, Luigi. Was hat er gesagt? Ich bin auch erst 5 Jahre da. Das beruhigt mich ja ungemein, weil so lange bin ich noch nicht. Luigi, du hast es von Anfang an falsch gemacht. Du hättest kein Deutsch lernen sollen, du hättest Bayerisch lernen sollen. Da hat das Amt aber keinen Geld bezahlt für Kurs. Das lernst du nicht irgendwo in einem Kurs, das lernst du auch auf dem Land. Und glaub mir, wenn's nur mal 5 Jahre da bist, dann sprichst du genauso. Ja, mal sehen wir mal. Ich krieg dich schon nur dazu. Keine Sorge. Aber Luigi, mach dir keine Gedanken, ich verstehe ihn auch nicht. Also nicht immer. Ja, sie sprechen auch so komisch. Was heißt denn komisch? So schwer muss man immer zuhören. Meinst wohl eher zu viel? Ja, das auch. Also Meier, bis eben mochte ich dich noch. Ländlicher Humor, da muss durch. Brackelmann ist gut, Brackelmann redet nicht viel. Das stimmt allerdings. Aber arbeitet auch nicht viel. Da kann ich nichts zu sagen. Immer keine Zeit. Da kann ich auch nicht viel zu sagen. Gefühlterweise hat das halbe der Dorf keine Zeit. Was? Gefühlterweise hat das halbe Dorf keine Zeit. Also ich habe so das Gefühl, wenn ich hier so auf dem Dorf bei euch bin, die haben alle Zeit. Sobald die Felder und die Tiere versorgt sind, dann haben wir Zeit. Das stimmt schon. Aber bis dahin haben wir alle keine Zeit nicht. So.
Also ich bin für heute mit meiner Arbeit fertig. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber habt ihr irgendwie jetzt, habt ihr gerade Zeit? Weil sonst würde ich mich mal eben mit euch da treffen. So, ich muss noch so viel Maschinen wegräumen. Also ich wäre für heute durch. Ja, zum Shop schaffe ich eh nicht mehr, da hat er eh gleich zu. Ich park mal beim Supermarkt hier und dann. Können wir uns ja gleich hier treffen. So. Funk ist aus. So. Gifte. Bratwurst. Currywurst. Corona-konform am Fenster bestellen. Hier. Hallo? Ja, ich hätte gern Weißbier. Keine Ahnung. Und eine Bratwurst. Ja, danke. Ja. Ach, die Wurst war ja schon mal lecker. Ja, ich gehe nur zur Feuerwehr rüber. Ich nehme mein Bier mit. Komm gleich wieder. Auch mal wieder ein bisschen Fliegen brauchen. Oh, der Meier kommt. Ja, machst mir noch mal ein Bier für den Meier. Ich weiß, du weißt ja bestimmt, was der Meier trinkt hier. Ja, hier Siegfried von euch hier nebenan da. Jo. Meier, komm. Ihr bestellt ein Bier für Meier, dann kriegt er 30 Stück. Was, Johann? Moin. Ich hab hier mal ein Servus, Bier. Servus, Hannelore. Ich wollte gerade sagen, dein Bier steht da. Ja, perfekt. Möchtest du mir nur Bratwurstzemmel auch mitbringen? Jo, danke. Ja, die Bratwurstzemmel hier, die sind echt der Wahnsinn. Ja, ich hab nur die Bratwurst gehabt. Ohne Semmel. Ja, so eben in der Hand, so ein Stängel da, das geil. Musst du auf jeden Fall mal probieren, die schmeckt abgöttlich gut. Ja, oh, hier, der Luigi. Wieder Zeit, dass der kommt. Und dann steht der auch noch mitten im Weg. Ja. Luigi, einpacken konntest du noch nie, oder? Keine Zeit. Keine Zeit. Aber zum Biertrinken hast du Zeit. Geh her, hock dich hin. Ja. Ein Tee wie immer! Oh Gott, das kenne ich. Der kommt mir bekannt vor. Was ist dein Onkel da in England? Ja, meine Onkels. Alle sehr temperamentvoll da, ne? Ja. Ja, und trinken auch gerne und viel Tee, das weiß ich wohl noch. Immer im Stress. Ja, weswegen ich euch hierher geholt habe. Ich hatte ein Gespräch mit dem Landrat. Ich habe seinen Namen, habe ich jetzt leider vergessen. Ist ja vielleicht auch nicht ganz so wichtig. Zumindest hat der Landmaschinenhändler aufgegeben. Oh!
Deswegen können wir ja nur noch via Internet da bestellen. Okay. Das Und ist mir neu, dass der aufgehört hat. Ja, ich irgendwie familiäre Probleme oder so, wenn ich das so richtig mitgekriegt habe. Okay. Und ja, jetzt, Familie Hopfen. Ja. Das hast du jetzt gesagt, Luigi. Ja, auf jeden Fall hatte er ja mitgekriegt, dadurch, dass ja diese Ausschreibung war wegen dem Hof, dass ich Landmaschinenschlosser bin, und jetzt haben sie mich gefragt, ob ich das übernehmen würde. Ja, moi. Jetzt bin und ich passt da. Ja, ich bin so ein bisschen hin und her gerissen, weil das ist ja nun mal ein alteingesessener Betrieb da, und ich weiß nicht, ob ich das einfach so da machen soll. Dann bin ich ein bisschen hin und her gerissen. Es wäre auf jeden Fall nicht schlecht, wenn wir mal wieder einen hätten, einen Ansprechpartner dafür. Ja, und das Zweite ist, er hat mich angesprochen, weil der Landhandel zurzeit ja auch ohne Besitzer ist. Und da soll wohl eine GbR draus entstehen, ob wir uns da zusammentun wollen, um da die Erzeugnisse von uns hinzufahren, und das Geld würde es dann von der Gemeinde geben für die Erträge oder für die Sachen, die wir da hinfahren würden. Das Gesetz, da bleibt halt nur was übrig, wenn wir uns da um die Viecher auch noch kümmern müssen. Ja, die Viecher sind es ja nicht, aber die Produktionsgeschichten, das ist natürlich. Ja gut, weil Saatgut, Dünger und so weiter braucht man ja alles, ne? Ja, und wir müssen dann halt gucken, was wir da für Produktion, was wir da alles für brauchen. Ich wollte jetzt nicht nur den ganzen Tag da für die Produktion hin und her fahren. Ja, ist klar. Also zumindest hat er gefragt, ob wir das machen würden in der Zeit, wo die einen neuen suchen dafür. Ja gut, übergangsweise kann man wieder schon machen, oder Luigi, was sagst du? Ja, der Brackelmann sagt, ja, ich mach eh die Arbeit. Ja, also ich wüsste sonst nicht, weil sonst müssten wir das immer noch teurer einkaufen, dann müsste ich das über den Shop bestellen, und das ist ja auch nicht Sinn der Sache dann. Stimmt natürlich, und da wird man wenigstens, wo es herkommt, ne? Richtig, ob dann von deinen Kühen die Scheiße da drin ist, oder von meinen Kühen da, und von Brackelmanns Schwein da, ich weiß ja nicht, ob ihr gemisst habt, aber ich glaube ja. Also, moin. Ich denke mal so, denn dass ich würde auch nicht mehr produzieren, als wir jetzt so bräuchten. Ich weiß ja nicht, wie viele Landwirte da nochmal hinkommen oder so hinfahren. Ja, hast du bestimmt schon gesehen auf deiner Rundtour, stehen nur ein, zwei Höfe frei, vielleicht sogar drei. Ja, das haben in letzter Zeit sehr viele leider aufgegeben oder sind halt verstorben, zwecks dem Alter, die Erben wollten es nicht haben. Ja, siehst du. Sind wir halt einmal gespannt, vielleicht übernimmt das ja irgendwann einmal jemand. Ich darf auf jeden Fall hoffen. Ich weiß, mein Problem ist einfach nur, dass der jetzt einfach da bei mir mit ankommt, und weißt du, ich bin hier, bin zwei Wochen hier, und ich kenne drei Leute. Naja, vier. Den Bürgermeister habe ich auch schon mal gesehen. Eine Lore kannst du mittlerweile auch schon mitzahlen. Ja, Lore geht auch. Jo, ich muss mal kurz. Ja. Oh, warte. Lore, bringst du noch mal eine Runde raus? Was trinkst du noch? Deinen komischen. Wer ist das noch? Ich nehm nur Weizen. Ja. Machen wir drei Weizen noch. Ja, Luigi will auch eher einen Tee. Oh ja. Und ein Weizen. Wobei, passt schon. Drei Weizen, passt schon. Alles gut, das wird schon vernichtet. Ja, ist ein Weizentee. Mach das Weizen warm, dann. Wo ist denn der hin? Ich glaube, der muss mal. Kartoffeln abgießen. Haben die Toiletten drin? Von hinten, ja. Jupp. Ja. Und ich habe jetzt einfach mal gedacht, ich frage euch mal, ob ihr was dagegen habt, wenn ich das machen würde oder nicht. Weil irgendwo bin ich noch so ein bisschen im Zwiespalt. Es wäre auf jeden Fall schön, wenn so mal einer macht, da hat wieder.
Das müsstest du dir selber zutrauen. Also, ich hätte da nichts dagegen. Ja, Wenn du dann. sagst, du bist bereit dafür, dann warum nicht? Ja, ich habe jetzt Fragelmann seinen Anhänger, habe ich schon repariert und gemacht. Das habe ich aber. Ich habe ja auch so eine kleine Werkstatt da bei mir am Hof. Aber ob ich das jetzt da hinten mache, dann gucke ich halt, dass ich mal einen Tag die Woche, dann erstmal einen Tag die Woche da hinten bin oder so. Ich glaube, der ist schon ein bisschen öfters da sein. Also 2 Tage in der Woche müsste es auf jeden Fall da sein. Ja, oder ob ich. Ja, warte, ich hole da. Warte, ja, danke. Ja, hier kommt, ja. Oh, danke dir. Auch weg. Luigi kommt ja nicht wieder, so. Ja, denn, ja, Frösterchen. Brüsselchen. Ah, Luigi, schau her. Für dich hat Jo. auch gerade nur Runden mitbestellt. Jo. Bringst mir noch einen Butterstuhl? Luigi? Jo. So groß bist du doch nicht geworden von Butterstullen, oder? Sind aber gesund. Aber Bratwurst auch. Da ist Fleisch drin. Gesundes Fleisch. Aus regionalen Kühen. Omega-Fettsäuren und so und keine Ahnung Komische was. Kühe. Komisch. Ja, Mai, ich esse doch kein Fleisch. Ach so, ja, wusste ich doch nicht. Luigi, ich sehe dich heute das erste Mal. Also Jo. ich wusste, dass du existierst, aber jetzt nur vom Braggelmann seinem Erzählen. Bringst mir mal meine vegetarische Bratwurst. Oh Gott. Die musst du mal probieren, die ist echt nicht schlecht. Ja, aber nicht jetzt. Ja, weil ich würde dann mal gucken. Ich werde dann mal mit dem Landrat telefonieren, werde ihm das sagen, dass ich das mache. Und dann, wie wir uns da denn ein mit, müssen wir denn mal gucken. Also von meiner Seite spricht überhaupt nichts dagegen. Und dann Wenn soll du er. dazu traust, dann sehr gerne. Und dann soll er gleich mal ein paar Mark locker machen, dass unser Feuerwehrauto wieder wie ein Feuerwehrauto aussieht. Das kriegen wir schon hier. Ja, also mehr wollte ich eigentlich gar nicht von euch. Wenn ihr nichts mehr habt, würde ich dann jetzt wieder sehen, dass ich noch zum Hof komme, Tür zumache und dann ist auch Für heute ist dann Feierabend. für heute Ich bin Feierabend. durch. Ah ne, ich muss noch eben meine Shopper zu. Ich bin durch für heute. Und dann, ja, wünsche ich euch eine gute Nacht oder so, ne? Ja, auf jeden Fall danke fürs Bierchen. Du so Krimi, du bist so fein Dirtl. Was? Weiß? Was? Ja, keine Ahnung. Du hast die Dinge nicht gerade gesehen? Was? Wo? Luigi? Meinst du das Jo. hesche Madel, was da gerade Ja. vorbeigelaufen ist, oder was? Jo. Das war doch nur ein Bier. Hat doch schön Dirndl angehabt. Luigi, Wie? du brauchst unbedingt eine Freundin. Unbedingt. Ja, vor allem, da läuft doch gar keiner, da ist die Kirche. Sicher, dass das nicht eine Nonne war. Guck doch mal, wo der hinschaut. Der schaut da dann rüber. Da ist Ach gerade ein so. junges, schönes Dirndl vorbeigelaufen. Ja. Du, Ja, ich muss aber jetzt mal weiter, ich muss noch aufräumen. ich werde noch mal zum Shop fahren, gucken, ob ich meine Sachen, die ich bestellt habe, da runterkriege und dann ist bei mir auch Feierabend. Jo, cool. Ne? Luigi, lass Okay. dich nicht stressen. Jo, ja, Schreib's moin. auf! Ist schon bezahlt, Luigi. Wie, du bezahlst. Ich wünsche euch einen schönen Abend. Jo, danke dir auch. Ciao. So, hätten wir das auch geklärt. Gucken, ob ich meinen Kram da jetzt noch wegkriege. Luigi, komm hinterher. Ihre Nummer kriegst du noch. Nö, ich bin zu schüchtern. Vielleicht schaffe ich das ja noch. Gut, meine Lieben.
das soll es denn auch erstmal wieder für diese Folge gewesen sein. Ich hoffe, ihr hattet Spaß, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst uns gerne das Däumchen da, gerne ein Abo, natürlich die Glocke nicht vergessen, damit ihr immer auf dem Laufenden bleibt. Und dürft natürlich auch gerne teilen. Und wir freuen uns, ja, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Und bis dahin, ciao. Ciao. Ciao.